Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herring Ray. Da muss ich glatt mal den Sound von meinem Fernseher leise machen. Wir spielen heute. Was machen wir heute? Wir, das ist ein Video. Wir wollen ein frisch angezockt machen. Genau, das war der ursprüngliche Plan. Und worum soll es in diesem frisch angezockt gehen? Nun, ganz einfach, um ein ganz bestimmtes Spiel, nämlich um... Um welches denn? Ich habe so viele neue Demos runtergeladen. Ich bin so beschäftigt mit meiner Wii U. So, wir wollen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit The Cave. Ja, da ist jetzt eine Demo herausgekommen zu eben diesem Spiel und die schauen wir uns jetzt an und eventuell ist das Spiel gut, vielleicht aber auch nicht. Ich darf die Software noch 30 Mal aufrufen, das ist toll. Das ist für euch wiederum der Hinweis, dass ich das Spiel bisher noch überhaupt nicht gespielt habe. The Cave. Die Demo kann man sich kostenfrei im eShop der Wii U herunterladen. Ich wurde auf dieses Spiel schon einmal per PN aufmerksam gemacht. Mir wurde von irgendeiner ganz schlauen und tollen Person gesagt, dessen Name mir nicht mehr einfällt, dass ich dieses Spiel doch bitte mal let's playen soll in den nächsten Monaten. Und ich habe dann so gefragt, okay, aber was zum Teufel ist eigentlich The Cave? Und daraufhin meinte er, glaube ich, nur so, ja, das ist ein ganz tolles Spiel und so, und schau es dir mal an. Und ich dann so, ja, okay, mache ich dann ganz vielleicht. Und jetzt ist eben die Demo raus von dem Spiel für die Wii U und deswegen schaue ich mir das Ganze einfach mal an. Welcome. Oh. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, nay thousands, nay tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for. Even fewer ever leave. Welcome to the cave. That's me, the cave. Yes, I'm a talking cave. Don't laugh. It makes dating hell. Besides, I have a really interesting story to tell you this evening, so pay attention. It's a story of seven people. And a glimpse into a dark place in each of their hearts. But be careful before you judge. There is a dark place in your heart as well. Someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire. And you might not like what you find either. But enough about you. This is about them. Okay. Hat mich jetzt ziemlich überrascht oder beziehungsweise. He seeks his master so he can become the master. It's a journey filled with peace and enlightenment and murder. Sorry. Okay, hat mich jetzt ein bisschen überrascht wegen Erzählerstimme und so und dass man direkt so reingeworfen wird. Aber zum einen finde ich die Stimme sau cool, zum anderen fand ich den Text jetzt sehr witzig gestaltet. Und ich glaube, das Spiel selber hat auch so einen gewissen Humor, sagen wir es mal so. Ich gucke eben gerade auch mal auf das Wii U Gamepad in der falschen Annahme, dass ich dort irgendetwas verpassen würde oder so. Aber dem ist momentan zumindest nicht so. Dort ist nur so ein kleines schwarz-weiß Hintergrundbild, aber ansonsten scheint sich der Rest irgendwie direkt auf dem Fernseher abzuspielen, was natürlich für die Präsentation jetzt sehr viel besser ist. So, wir haben jetzt hier also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Figuren. Na, 7/8, aber das eine Zwillingspärchen gehört wohl irgendwie zueinander. Und was ist The Cave? Ich habe ein bisschen was drüber gelesen, beziehungsweise Tryzer hatte mir vorhin irgendwas geschrieben, so von wegen, das wäre auch so etwas Adventure-mäßiges oder ähnliches, viel mit Rätseln. The Cave selber soll von Ron Gilbert sein, dem, lass mich jetzt bitte nichts Falsches sagen, dem Erfinder von Monkey Island. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, es täte mir sonst in der Seele weh. Ich habe Monkey Island damals nie gespielt. Ich bin nicht so firm mit den ganzen Adventure-Krams. Es tut mir leid. Gut, egal. Jedenfalls bin ich jetzt gespannt, wo die ganze Reise hingeht. Es scheint aber so zu sein. Ich nehme an, ist ja. Nee. Achso. Der Hillbilly? Was? Achso, mit dem digitalen Steuerkreuz wechsle ich die Figuren also durch quasi. He is on a quest for a sword of unequaled power and prestige. But will he find it before anyone else gets hurt? Ja, okay, ich kann springen, das ist toll. So kann ich die ganzen Figuren durchwechseln? Kann ich alle spielen oder was? Der Ritter, der Hillbilly, die Zeitreisende, die Wissenschaftlerin, die Abenteurerin, die Zwillinge
und der Mönch. Okay, wollen wir uns die ganzen Texte einfach mal, ja, will ich schon sagen. He searches for his true love, but does desire burn too brightly in his heart? Ah, the time traveler. She is here to right a wrong a million years in the making. Fortunately for her, yesterday is a new day. A scientist. She is on the cusp of a great discovery for all of humankind, and 100 million lives hang in the balance. Okay. Oh, the adventurer. She is hot on the trail of her lost companions and unequaled ancient treasure. But not necessarily in that order. Was bedeutet eigentlich verbergen? Ach so, damit das unten links dann weg ist, okay. The twins. They just want to go outside and play. What could be more innocent than that? Alles sehr faszinierende Charaktere. Ich habe jetzt trotzdem das Konzept noch nicht ganz verstanden. Spiele ich jetzt quasi alle Charaktere in einem Level oder was? Lausige Barrikade. Hä? Okay, also mit A kann ich springen, mit B kann ich nichts machen, mit Y kann ich irgendwas machen. Der Ritter bekommt Flügel. Ich weiß nicht genau, was das sagen soll. Ich halte den Y-Knopf gedrückt und dann passiert nichts. Ich nehme jetzt einfach mal an, Y ist so eine Art Spezialfähigkeit und vielleicht kann der Ritter dann ja irgendwas mit seinen Engelsflügeln machen. Das ist sehr seltsam. Okay, mit den Schultertasten kann ich nichts machen, mit X kann ich auch nichts machen. Das heißt, okay, ja, also entweder springen, laufen und ansonsten, ja, keine Ahnung. Gut, gehen wir einfach mal weiter. Brecheisen. Was kann ich damit machen? Ah, mit B kann ich es nehmen. Okay, mit B können wir Gegenstände nehmen. Das ist klasse. Gut, ja, nehme an, wir hauen jetzt mal die lausige, die lausige Barrikade hier irgendwie zu Klump. Achso, das kann ich dann mit X machen. Okay, also mit X setzen wir die Items ein, die wir mit uns herumschleppen. Und mit dem Brecheisen kriege ich die Barrikade hier kaputt. Gut, alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Und dann wird mir unten rechts, Quatsch, unten links schon wieder angezeigt. Ich nehme an, Figur wechseln oder so. Wir haben einen unterirdischen Friedhof gefunden. Das finde ich ja schon ein bisschen, malerisch. Dub-di-dub. Gefahr. Was? Draußen bleiben. Wirklich. Okay. Klettern können wir auch. Das ist interessant. Das Symbol unten links ist ja in dem Sinn anders, oder? Wenn ich jetzt nämlich das digitale Steuerkreuz nach links drücke? Nee. Hä? Wofür ist das? Passiert gar nichts. Und mit weiter kann ich einfach so durchswitchen weiterhin. Aber ich kann nicht mehr zurück. Ach doch, mit links komme ich jederzeit wieder zum Ritter zurück. Ach so, und mit rechts dann... Ah, okay. Aber... Braucht man jetzt wirklich alle Charaktere? Ich verstehe das nur nicht so richtig. Gehen wir erstmal weiter, bis irgendwann irgendwas passiert oder so. Vielleicht kann man ja auch sterben oder vielleicht auch nicht. In jedem Fall sieht das Ganze grafisch sehr hübsch aus, wenn ich das mal so sagen darf. Also für so ein 2D Jump'n'Run, schieß mich tot, irgendwas. Irgendein komischer... Da oben kann man sich bestimmt festhalten oder so. Vielleicht kann man da irgendwie so ein Seil hochschleudern oder irgendwas in der Art. Was ist das denn hier? Eine Kiste? Ah, okay, kann ich ziehen. Hier ist ansonsten aber nix, ne? Nee. Dup, 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 dup. Wir schieben die Kiste jetzt mal links herüber. Da, 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 da. Ich weiß nur nicht, ob mir das unmittelbar etwas helfen wird. Vermutlich. Doch. Okay. Schild. Nicht mehr als 3 Personen auf die Brücke oder irgendwie sowas? You break it, you buy it. Just saying. I don't think that bridge has been safety tested with more than 2 people. Okay. Ich würde aber fast vermuten wollen. Blups, 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 blups. Dass wir die Brücke hier zum Einsturz bringen müssen, oder? Gut. Kein Problem. Dann holen wir jetzt. Wen holen wir denn? Wen wollen wir spielen? Die Zeitreisende finde ich noch irgendwie interessant. Dup, dup, dup. Hat sie noch irgendwas? Moment. Ah, sie kann sich mit Y warpen oder irgendwie sowas in der Art. Wow, geil. Okay, müssen wir gleich nochmal die ganzen Fähigkeiten der Charaktere dort oben ausprobieren. Also das interessiert mich dann jetzt irgendwie schon. Trotzdem habe ich natürlich meine ganz eigenen Präferenzen. So jetzt schon auf den ersten Blick kann ich natürlich sagen, ja, die sind mir sympathisch. So. Ich weiß zwar nicht genau, eigentlich, sie schwebt ja. Also. If that bridge breaks, there might
be no way back up. And by if, I mean when that bridge breaks. Who am I kidding? Okay, das habe ich verstanden, liebe Höhle. Das finde ich sehr nett von dir, dass du mich darauf hinweist. So, nee, Moment. Die Zwillinge, der Hillbilly. Mal gucken, was er so kann. Er kann sich an eine Seifenblase einhüllen oder so. Vielleicht kann er ja tauchen oder irgendwie sowas in der Art. Kann das sein? Er hält so die Luft an. Vielleicht. Die Wissenschaftlerin, was hat sie denn drauf? Sie ist irgendwie, sind irgendwelche Formeln oder so, die um den Kopf herumschweben, oder? Vielleicht kann sie irgendwie solche, was weiß ich, ja, Sachen machen, wo es eben auf Grips ankommt oder so. Keine Ahnung. Irgendwelche Zahlenkombinationen, Rätsel oder irgendwas in der Art. Naja. Die Abenteurerin, was kann sie? Aha, sie kann. Sie kann ihr Seil schwingen. Aber. Ach so, wollen wir wetten, dass die Abenteurerin sich dort unten hätte festhalten können? Dup-di-dup-di-dup. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man hier noch mehr ausprobieren kann oder nicht. Oder doch, oder... Die Abenteurerin kann sich doch bestimmt dort oben festhalten. Moment. Dup-dup-dup. Und? Nicht? Y-Knopf gedrückt halten? Nö, es passiert nichts. Komisch. Ich hätte wetten können, dass sie sich dort an einem Haken festhält. Während des Sprungs kann ich das nicht aktivieren. Ist ja komisch. Und auch nichts mit den Schultertasten oder so. Nö, keine Ahnung. Nein. Achso, jetzt bin ich zu dritt unterwegs. Ah, scheiße. Ja. Wir wollten die anderen Charaktere zumindest nochmal ausprobieren. Ja, ich weiß. Ach man, Hering lässt sich in seinem frisch angezockt viel zu viel Zeit. Aber ist doch im Endeffekt egal. Ist sowieso nur eine Demo. Also wer weiß, was für einen Umfang das Ding haben wird. Aber trotzdem. Obwohl es immerhin stolze 980 MB oder irgendwie sowas groß. Also ein bisschen was ist ja hier schon. So, Hillbilly, wen haben wir noch nicht? Die Zwillinge. Die können sich seltsam. Sie können ein Abbild von sich erschaffen. Aha. Scary. Extrem scary. So, und dann noch der Mönch. Der kann eine seltsame Aura um sich herum erschaffen oder irgendwie sowas in der Art. Boah, das ist so scary. Okay, ja, wen nehmen wir denn jetzt mit? Ich weiß es nicht genau. Wir nehmen jetzt doch mal die Abenteurerin. Nur für den Fall, dass ihr komischer Enterhaken doch für irgendwas nütze ist. Ich meine, wenn wir darunter fallen, dann erscheint mir das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zweckmäßig. Wenn wir dann jemanden im Schlepptau haben, der irgendwie mit einem Seil hantieren kann. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie das Seil einzusetzen ist. Aber vielleicht kommt das ja noch. Gut, also dann. Geronimo! Boing! Wuhuhui! Und? Plutsch! Aha! Nur für Angestellte? Nur für Angestellte Tür. Okay, das ist schlecht. Zumindest ist ja Wasser, das ist cool. Da sind irgendwelche Räder oder so. Ich hätte jetzt gedacht, wenn das Meerwasser wäre, dass hier der. Also Meerwasser und nicht Meerwasser. Wenn das tiefer wäre einfach, dann hätte der Hillbilly hier weiter runtertauchen können oder so. Vielleicht ist das so. Oh. Da ist irgendjemand traurig. Hallo? Hi. Ach so, der da. Postkarten. Wie Postkarten? Wer bist denn du? Angestellter im Souvenirladen. Oh, I hope you're not here to visit the cave, because we're closed. A gruesome and horrific accident has occurred, and there's no way we can open. No way. I shudder to even describe to you what has transpired. For the nightmares will forever haunt your every thought. Well, if you insist. When I came in, we had no trinkets to sell in the gift shop. Oh mein Gott! Keine Souvenirs mehr. Das ist der Wahnsinn. Höhleneingang. Was will er mir jetzt damit sagen? Keine Souvenirs mehr. Postkarten. Kann ich davon... Postkarte. Kann eine Postkarte nehmen.
There is a way I could reopen, allowing you fine adventurers to partake in the unique experience that only the cave has to offer. I just need 3 small trinkets to sell. Just 3. Let me say that number again. 3. Take this giant novelty-sized key. It's cute, isn't it? Open the employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. Okay, kriegen wir hin. Ansonsten, was mache ich mit der Postkarte hier? Gar nichts, oder wie, oder was, oder wo? Put that back where you found it. Down here in the cave gift shop, we prosecute shoplifters to the fullest extent of the law and then some. It usually involves beatings and reading poetry. Oh my god, no, no poetry. Okay, alles klar. Lass mal die Postkarte einfach mal hier. Was? Saying. Still, get cracking. Ja, ja, ist ja gut. So, ich nehme den Schlüssel einfach mal mit. Dup-di-dup-di-dup. Der Typ kommt mir nicht ganz koscher vor. Ein Souvenirladen hier unten ist sowieso relativ unüblich. Aber gut, egal. Das soll mich nicht weiter kümmern. Sperren wir stattdessen die Angestellten-Tür auf und... He is a funny little man, isn't he? I should probably fire him. I think he's dipping into the till. Ach so? Da sind Fledermäuse. Ich spring mal ganz weit. Wow. Was mir absolut nichts gebracht hat. Egal, gut. Weiter runter. Am Seil nach unten klettern. Das ist ja absolut kein Problem. Noch mehr Fledermäuse und so weiter und so fort. Aber das sind nur Tropfen, die runtertropfen, ne? Dieses komische Blinky, Blinky, Blink, Blank, Blunk. Was da so blinkt. Das sind nur Regentropfen, also beziehungsweise Wassertropfen. Was bist du denn? Ach so. Hä? Wie seid ihr denn hinterhergekommen? Also ich find's nett, dass ihr hier seid, aber trotzdem. Okay. Bup, bup, bup. Warum seid ihr hier? Das finde ich ein bisschen seltsam, aber nur ein bisschen. Vielleicht hätte ich doch eine Postkarte mitnehmen sollen. Kaputter alter Brunnen. Und da rechts ist so ein seltsames Symbol. Kaputter alter Brunnen. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Was haben wir hier? Ein Hebel. Betätige den Hebel. Entweder sie ist nicht kräftig genug. Oder das sollte schon reichen. Okay. Ah. Eimer. So, so langsam aber sicher erinnert mich das Ganze von der Machart eher ziemlich an Zack and Ricky für die Wii, wenn das noch irgendjemand kennt. Also, ein ganz tolles Adventure-Spiel. Sollte ich eigentlich auch mal Let's Playen, aber... Wäre zumindest auch mal ein Adventure, was ich tatsächlich durchgespielt habe. Neuer Grog-Automat, Hotdog-Automat, leerer Sicherungskasten. Gelten diese Dinge hier irgendwie als Souvenir oder irgendwas in der Art? Oder wofür? Na gut, probieren wir doch alles erstmal der Reihe nach aus. Dieser Hebel hier ist für... gar nichts. Gucken wir uns mal um. Moment. Dup, di, dup, 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 dup. Und runter. Kaputter alter Brunnen. Ach so. Ach so. Okay. Jetzt haben die beiden wackeren Frauen irgendwie das Tor aufgemacht. Jetzt kann ich als Rittersmann hier durch und was machen? Keine Ahnung. Springen kann ich. Wow. Das war super. Und dann weitergehen. Oder so. War da unten was? Nö. Sind nur Skelette, die da irgendwie reingefallen sind. Ja, die Skelette sind da reingefallen in die Stachelgrube. Genau, Hering. Eine Glocke. Irgendwie erscheint mir das doof. Ich höre auch die ganze Zeit was, oder? Lebt hier noch irgendwas? Oder sind es die Fledermäuse? Oder was ist das denn? Noch ein Symbol. Kann man hier irgendwas machen? Ich bin ein Engel, tralala. Nein, das bringt gar nichts, tralala. Hüpfti, hüpfti. Hüpfti, schmüpfti, alter Brunnen. Was mache ich hier? Keine Ahnung. Kann ich ihn... eine rostige Kurbel. Ah, da kann ich die Kurbel vielleicht mitnehmen zu dem anderen Brunnen? Sicherungskasten. Hebel und so. Und eine seltsame Maschine. Hebel und so. Hier kann man doch dann bestimmt irgendwas von unten runter. Was ist das für ein seltsamer... Okay, egal.
Okay. There's no dying in the cave. At least not this soon. So much left for them to learn. Hätte ich mir fast denken können, dass man sich das nicht so unbedingt holen. Okay, wir lassen das Brecheisen einfach mal hier liegen. Keine Ahnung, ob das noch sinnvoll ist oder nicht. Stattdessen habe ich die Kurbel mitgenommen und... Ding, ding. Ach so. Oh. Oder? Grube mit Stacheln. Nee, mag der Ritter nicht. Okay. Also für irgendwas wird ja auch dieser komische Greifapparat dort oben gut sein. Wow, das war knapp. Aber so hundertprozentig überzeugt bin ich jetzt noch nicht. Versuchen wir jetzt erstmal... Halt, nein, die Kurbel mal hier zu verwenden. Kaputter alter Brunnen. Ist doch jetzt nicht mehr so kaputt, oder? Nee. Kein bisschen kaputt. Na gut, jetzt ist er erst recht kaputt, aber egal. So, jetzt haben wir hier einen Eimer. Ein Eimer. Ein Eimer und ein Symbol. Wofür war jetzt das? Weil ich X gedrückt habe. Ein Bauernjunge. Ach so, kann man hier... sind das Geschichten oder was? Auszoomen? Der Ritter. Ein Bauernjunge. Das ist das Symbol dort oben. Einzoomen. Ein Bauernjunge. Sind das... Ich meine, das ist ein hübsches Artwork, aber selbst das verstehe ich nicht so richtig. Hat das mit der Geschichte des Ritters zu tun oder so? Sieht hier jede Figur was anderes? Ach, das kann natürlich sein. Jetzt ist das Symbol auch verblasst. Aha. Ha. Finde ich alles ziemlich mysteriös. Aber irgendwie trotzdem echt sympathisch. Also ich mag das Spiel irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe lange nicht mehr sowas gespielt, aber das ist cool. Dup, di dup, di dup. Probieren wir es hier auch gleich mal aus. X, genau. Sieh da, die Zukunft. Aha. Auszoomen. Die Zeitreisende. Ach, das sind die Symbole der einzelnen... Okay. Ich habe das Symbol des Ritters gefunden und das Symbol der Zeitreisende. Vielleicht gibt es in jedem Level die Symbole der einzelnen Helden oder so. Vielleicht ist das sowas Ähnliches, so irgendwie was Bonusmäßiges oder so, keine Ahnung. Kann ich hier mit dem Eimer was machen? Ja, genau. Zum Beispiel den Eimer dort oben draufstellen. Ah, und dann kann ich nämlich hier die Sicherung nehmen. Genau. Dann kann ich nämlich die Sicherung hier klauen und... Will ich das eigentlich? Ich weiß es nicht. Aber wir hatten vorhin gesehen, da wo wir den ersten Hebel betätigt hatten, dass da eine Sicherung gefehlt hat, oder? Wenn ich mich jetzt nicht so hundertprozentig täusche. Hop, 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 nehme ich hier unten. Müsste doch eigentlich... Genau. Ah, okay. Hotdog-Automat. Und Rabimmel, Rabammel, Rabum. Jetzt haben wir einen Hotdog. Und jetzt haben wir eine Dose Grog. Und jetzt weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Nehmen wir den Kram einfach mal mit. Vielleicht ist das Würstchen für das Monster, was da links ist. Dup, di dup, di dup. Schnup, schnup. So. Aktivieren wir mal einen Hebel. Ach so. Ist das Tor jetzt... Ah, jetzt ist das Tor ganz offen. Glaube ich. Glaube ich. Okay. Ja, das muss so sein. Gut. Dup, di dup, di dup, dup, dup. Also, ich habe jetzt hier das Würstchen. Und hier noch... Kann ich noch ein Würstchen holen? Tatsächlich. Unendlich viele Würstchen oder so. Was? Du sollst die Grogdose nicht trinken. Du sollst... Liegt das jetzt daran, dass sie eine Abenteurerin ist? Und deswegen irgendwie... Das verstehe ich jetzt nicht. Isst sie das Würstchen jetzt auch auf? Nein, isst sie nicht. Moment. Wie sieht's mit der Zeitreisenden aus? Trinkt die auch den Grog einfach weg, oder was? Dup, 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 dup. Und... Tatsächlich. Den Grog trinken die einfach. Verstehe ich aber nicht, wofür das sein soll. Okay, alles klar. Egal. Gut, wir haben jetzt... Was? Achso, nee, nur weil es runtergefahren ist. Okay. Glaube ich. Komisch. Was ist das links hier überhaupt? Das sieht irgendwie seltsam aus. Sind das meine Geräusche? Ich glaube, das sind meine Geräusche. Ach so.
weil ich so komisch durch die Gegend schwebe. Dup-di-dup-di-dup-dup-dup. Warum nehme ich die Sicherung jetzt wieder mit? Ganz einfach, weil ich glaube, dass wir den komischen Greifhaken dort oben auch wieder benutzen dürfen. Wuhuhui. Dup-di-dup-dup-du. Zu den anderen Figuren komme ich jetzt ja aber nicht mehr so wirklich... Nicht mehr so wirklich zurück, ne? Ich habe mich ja jetzt quasi gesehen für drei Personen entschieden, die jetzt hier reingegangen sind eben in die Höhle. Aber eine andere Chance habe ich jetzt irgendwie nicht. Na gut. So. Maschine ist aktiviert. Wie sieht das aus? Wir aktivieren mal den Hebel. Und dann gucken wir mal, was hier unten ist. Nämlich gar nichts. Grube mit Stacheln. Ach so. Kann ich... Ah... Ich kann das Würstchen da so draufpacken. Mm, das schöne dampfende Würstchen. Alles klar. Gut. Ja, jetzt muss ich mir das nur merken. Alles klar. Und wir betätigen jetzt die Glocke. Wow. Gefräßiges Monster. Und wir aktivieren den Hebel. Und das Monster wird nach oben gezogen. Und jetzt hängt es fest. Armes kleines Monster. Duzi, 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 du. Ich hoffe sehr, dass er jetzt wirklich da oben bleibt. Dup, di, dup, di, dup, dup, dup. Und noch ein Symbol. Ruhmreiche Entdeckung. Die Abenteurerin. Die Artworks finde ich, wie gesagt, wirklich schön. Aber ich weiß nicht genau, was sie mir sagen sollen. Oh, und da kommen die anderen nach. Wow. Was ist das da hinten? Der schiefe Turm von Pisa? Okay, interessant. Was soll ich hier machen? Die Kamera ist soweit... rausgefahren. Ich weiß nicht, ob ich springen soll oder nicht. Und ist da die Titanic oder was ist das für ein Schiff? Wow! Geronimo! Und das war's anscheinend. Es gibt viel zu sehen. Erkunde geheimnisvolle unterirdische Orte wie etwa einen Rummel, einen Zen-Tempel, eine einsame Insel und eine mittelalterliche Burg. Klingt alles nach Sachen, die unbedingt in einer Höhle sein müssten. Gelingt es dir, die überraschenden und verstörenden Geheimnisse zu lüften? Bring deine Freunde mit. Zusammen mit deinen Freunden erlebst du atemberaubende Ausblicke. Wie? Ist das ein Multiplayer-Spiel oder was? Okay. Oder meinen die jetzt einfach nur, weil... nein, okay. Text ist viel zu klein, kann ich alles nicht lesen. Egal. Titelbildschirm. So. Mein Fernseher ist ein bisschen weiter entfernt, es tut mir leid. Gut. Ich hoffe, ihr habt an der Stelle aber alles lesen können. Drücke den Plusknopf. Nein. Das war also The Cave. Für die Wii U, die Demo. Wow. Also ich habe nichts erwartet, so in dem Sinne, aber ich bin mehr als positiv überrascht. Also ich fand, das Spiel hat Spielwitz. Die Rätsel fand ich jetzt halbwegs intelligent oder süß gemacht oder so. Ich weiß nicht genau. Man kann jedenfalls ohne Probleme drauf kommen. Jetzt für den Moment weiß ich nicht, wie das dann bei späteren Leveln so sein wird. Ich meine, Zack und Vicky war in der Beziehung auch im letzten Level extrem arschig, aber na gut, egal. Und ja, weiß nicht. Irgendwie das Spiel wirkt einem für mich so sympathisch. Ich mag das total. Also kann man sich, glaube ich, durchaus mal besorgen. Kostet nur 12 oder 13 Euro im Wii U Shop, wenn ich das richtig gesehen habe. Da sollte ich mir unter Umständen vielleicht mal bald Nintendo Points zulegen, damit ich das Spiel mal in seiner völligen Länge genießen kann. Also, auf mich macht das jedenfalls einen sehr guten Eindruck. Ich kann euch an der Stelle dann tatsächlich auch nur ins Herz legen, sich vielleicht dann die Wii U Demo dann auch nochmal, also wenn ihr euch die Wii U Demo dann auch einfach nochmal herunterladet. Und dann könnt ihr das Ganze vielleicht ja auch nochmal mit den anderen Charakteren spielen. Gut, inwieweit sich das dann unten vielleicht von Artworks her unterscheiden wird oder wie auch immer. Ob es da überhaupt einen spielerischen Unterschied gibt oder nicht, das weiß ich nicht genau. Aber da kann man vielleicht nochmal ein bisschen herumtesten. Ansonsten soll es das von meiner Seite aus einfach mal gewesen sein. Ich war der Herringway, das war die Vorstellung von The Cave, der Demo für die Wii U. Scheint ein nettes Spiel zu sein. Ich schaue es mir in jedem Fall nochmal irgendwann genauer an. Ich sage an der Stelle dann jetzt einfach mal tschüss mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.